Yes, herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich wollte heute eine Frage mit dir teilen und eine Ansicht teilen, die für mich meiner Meinung nach einer der wichtigsten Entscheidungen ist, die du in deinem Leben treffen darfst und einer der wichtigsten Fragen ist, die du dir selber mal stellen darfst. Und zwar ist es die Frage, bist du der Pilot oder bist du der Passagier in deinem Leben? Diese Frage kann ein komplettes Leben verändern. Und damit meine ich, bist du der Person in deinem Leben, die entscheidet, wo es hingeht, oder wirst du entschieden, wo du jetzt gerade stehst? Die meisten Menschen denken sich, es ist ja bequem, einfach alle über mich entscheiden zu lassen. Einen Weg zu gehen, der für alle vorbestimmt ist. Ja, ich weiß es, den Weg bin ich selber auch ganz lange gegangen und der ist bequemer, natürlich, weil die meisten Menschen ihn einfach auch gehen. Aber die Frage ist, was ist nach einer gewissen Zeit? Wie oft standest du jetzt schon an einem Punkt, in dem du dachtest, boah, hier, wo ich jetzt gerade bin, das fühlt sich nicht wirklich geil an. Wie bin ich denn jetzt überhaupt hier hingekommen? Warum bin ich überhaupt hier? Und wie konnte es dazu kommen? Und hier ist es unglaublich wichtig, dich nicht dafür zu verurteilen, dass du jetzt gerade an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du eigentlich nicht sein möchtest. Weil es ist ein vorprogrammierter Programm in unserem Leben, dass wir alle an einen Punkt kommen, aufgrund von Konditionierungen, Glaubenssätzen und Mustern und Traumata, die wir aus unserer Vergangenheit erlebt haben und mitbekommen haben aus der Gesellschaft, damit wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht sein möchten. Jetzt hast du aber die Wahl und die Möglichkeit, dich dafür zu entscheiden und dich zu fragen, möchte ich weiterhin der Passagier in meinem Leben sein und einem vorgefertigten Weg fahren, der gar nicht meinem wahren Ich entspricht, oder möchte ich der Pilot sein, der entscheidet, wo es in meinem Leben hingeht? Und du hast jetzt die Wahl in deinem Leben, wenn du hier gerade sitzt, dich mal zu fragen, wenn du dieses Video anschaust, möchte ich weiterhin jetzt gerade hier sitzen bleiben? Und denk mir, ich schaue einfach, wo es weiter hinführt und du wirst in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren, 15, 20 Jahren merken, dass du nicht woanders angekommen bist, dass du immer noch deine ganzen Träume, Ziele, Wünsche, von denen du redest, in dir trägst. Oder du entscheidest dich jetzt aufzustehen, ans Cockpit zu gehen, den Piloten freundlich darum zu bitten, zur Seite zu gehen, dich hinzusetzen und selber zu bestimmen, wo du hin möchtest. Du hast die Wahl, in deinem Leben jetzt was zu verändern. Und ich weiß, viele werden jetzt da sitzen und sagen, okay, ich weiß, ich darf die Verantwortung übernehmen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich vielleicht jetzt gerade in meinem Leben überhaupt hinfliegen möchte. Und dazu möchte ich dir jetzt aber als allererstes mal bewusst machen noch, du hast nur ein Leben, in dem du entscheiden kannst, was du aus diesem Leben machst. Du hast nur einmal die Möglichkeit, deine PS voll auf die Straße zu bringen und das rauszuholen, worauf du wirklich Bock hast, um das zu erreichen, was du immer erreichen wolltest, um das Leben nach deinen Vorstellungen zu kreieren. Und ja, ich weiß, wie gesagt, es kommt die Frage in dir hoch. Was kann ich tun? Was kann ich verändern? Was möchte ich überhaupt verändern? Wo möchte ich überhaupt hin? Und das ist ein längerer Prozess, den viele Menschen nicht wissen. Warum? Weil sie überall draußen unterwegs sind, aber nicht hier drin. Nicht mehr in ihrem Herz, wo ihre Antworten bereits schon vorhanden sind, wo ihr Weg schon gegeben ist. Es gibt eine Studie, in der Menschen wirklich, wenn sie irgendwo warten müssen, eine Viertelstunde warten müssen und die Wahl haben, zwischen mal 15 Minuten in sich zu kehren, mal zu fragen, was passiert gerade in mir, was fühle ich gerade in mir, oder sich mit ihrem Handy auseinanderzusetzen, entscheiden sich viele Menschen dafür, lieber sich mit dem Handy hinzusetzen und zu sagen, ich schaue jetzt mal, was auf Social Media los ist, anstatt, was ist denn bei mir los? Welche Person bist du? Schaust du in deinem Leben genau hin und setzt dich damit auseinander, was du genau möchtest, oder bist du eine Person, die entscheiden lässt, wo du hin möchtest? Die Frage darfst du dir jetzt als allererstes mal stellen. Schaffst du es in deinem Alltag, Zeit und Möglichkeiten und Ressourcen zu finden, um in deinem Leben mal genau hinzuschauen, wo du möchtest? Und dann wirst du vielleicht auch noch sagen, oder der Punkt kommt noch mit dazu, okay, aber was kann ich denn jetzt genau dazu, dass ich jetzt gerade hier bin, wo ich bin? Und der Zustand, wo du jetzt gerade bist, den hast du selbst kreiert, und zwar durch deine Entscheidungen in deiner Vergangenheit. Und wenn du einen neuen Zustand in deinem Leben kreieren möchtest, darfst du lernen, bessere Entscheidungen zu treffen, neue Entscheidungen zu treffen. Weil alle Entscheidungen, die du triffst, sind aneinanderreihende Entscheidungen in deinem Leben, die du getroffen hast. Und diese Entscheidungen führen dazu, dass du heute dort bist, wo du bist. Esse ich diese Schokolade oder die Banane? Setze ich mich am Abend hin und frage mich mal, was meine Träume sind, oder schaue ich lieber Netflix?
Ernähre ich mich gesund oder ungesund? Mache ich Sport oder mache ich keinen Sport? Gehe ich schlafen oder bleibe ich noch länger wach? Bewerbe ich mich für einen Job, worauf ich Freude habe, oder entscheide ich mich für einen Job, wo ich einfach nur viel Geld verdiene? Du entscheidest jeden Tag, was du tust. Du entscheidest, wie du über dich selber denkst. Du entscheidest, ob du jetzt deine Reise startest oder nicht. Du entscheidest darüber, was du erreichen möchtest. Die Frage ist aber, welche Entscheidungen triffst du dein Leben lang, indem du hier hingekommen bist oder nicht? Und wenn du aber nicht der Pilot bist und nicht darüber bewusst bist, welche Entscheidungen du triffst, sondern wenn die Entscheidungen für dich getroffen werden, kannst du auch nicht das Leben kreieren, was du eigentlich kreieren wolltest. Deshalb die freundliche Frage an dich. Welche Entscheidungen triffst du in deinem Leben? Welche Entscheidungen möchtest du neu treffen in deinem Leben? Und die Entscheidungen wirst du wissen, welche Entscheidungen du zu treffen hast, wenn du deine Vision kennst, wenn du deine Zukunft kennst, wenn du weißt, wo es für dich hingeht, wenn du deinen Leuchtturm kennst, wenn du deinen Kompass kennst, wo es für dich hingehen soll. Aber deinen Kompass wirst du erst kennenlernen, wenn du auf dein Herz hörst, wenn du wieder eine Verbindung zu dir selber aufbaust, wenn du zurück zu dir selbst kommst. Und wenn du jetzt überhaupt nicht weißt, wie du dorthin kommst, wie du das tun kannst, welche Möglichkeiten du hast, dann lade ich dich dazu ein. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Du findest unten in den Beschreibungen einen Link. Mach ein Erstgespräch mit mir aus, das ist komplett kostenlos. Wir schauen mal dein aktuelles Leben an. Wir schauen mal deine Entscheidungen an. Wir schauen, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt an dem Punkt stehst in deinem Leben, wo du vielleicht nicht mehr stehen möchtest und welche Möglichkeiten du jetzt hast für dich, dein Leben zu verändern. Ich würde mich von Herzen freuen, kostenlos, unverbindlich mit dir sprechen zu dürfen, dein Leben anzuschauen und neue Entscheidungen mit dir zu treffen, dass du nicht mehr der Passagier bist, sondern endlich das Cockpit von deinem Leben in die Hand nimmst und der Pilot wirst und das Leben führst, was du eigentlich möchtest. Ich wünsche dir much love, freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal.